Hallöchen, ihr Fruchtzwerge. Domination-Tipps. Ich melde mich zurück mit dem nächsten Video. Es ist wieder Weltkriegszeit. Ich bin eben... Was denn? Ich guck gleich mal. Ich melde mich zurück mit meinem nächsten Weltkriegsvideo. Und zwar sind wir im Weltkrieg gegen eine unaussprechliche... Gegen eine... Hallo? Unaussprechliche... Ich denke mal, es ist ein... Ja, chinesisch, koreanisch, ich weiß es nicht. Von der Fahne her sieht es aus wie Argentinien, aber die Schriftzeichen sind sicherlich nicht argentinisch oder brasilianisch, portugiesisch, spanisch, was man da auch sprechen mag. Jedenfalls, wir sind gegen die Allianz im Kampf und wir sehen, wir haben hier relativ viel Ruhm zu gewinnen. Wenn wir bedenken, dass unser letzter Weltkrieg nur 17 Ruhm bringen konnte. Bei den Feinden sieht es ziemlich eindeutig danach aus, dass alle Feinde unterhalb ihrer eigenen Zahl angreifen und dann auch noch verhältnismäßig unerfolgreich, würde ich das nennen. Schauen wir einmal durch. Bei uns sieht das schon ganz anders aus. Wir haben einen Austauschspieler dabei. The 100 ist zu uns gekommen von den Vikings. Irgendwas, auf jeden Fall eine deutsche Allianz. Irgendwas Vikings. Hat sich bis jetzt ganz gut gemacht. Globaler Zeitalter Maximum-Spieler. Ich bin eben die Basis schon mal durchgegangen von ihm. Bei dem Sniper Tower Guide, den ich gemacht habe. Also wie gesagt, bei uns sieht es ziemlich gut aus, muss ich sagen. Wir haben hier einmal einen Upcut. Ich glaube, das Spiel ist abgekratzt vom Navi. Ansonsten sind es ziemlich souveräne Angriffe. Untenrum hatten wir ein paar Probleme, aber irgendwo entstehen immer Probleme, weil mal eine Basis nicht ganz ausgeglichen ist. Mal versäumt man irgendwas zu sabotieren, das passiert. Ich muss auf die feindliche 3 diesmal angreifen. Sehr ungewohnte Situation, dass ich mal nicht unter den Top 2 bin, geschweige denn auf der 1. Wir schauen uns aber darum direkt mal meine 3 an. Die hat etwas unkonventionell gebaut, würde ich das nennen. Wo ist sie denn? Hier. Hier sind wir bei meiner 3. Problem, was ich hierbei sehe, ist, wir haben ziemlich viele Freiräume und klar, die Basis an sich ist absolut nicht gut gebaut. Wir haben einfach eine Mauer direkt um das Stadtzentrum und um die Akropolis und dann haben wir noch eine Mauer etwas außen weiter drumherum gebaut. Also das Layout an sich kann man komplett in die Tonne kloppen. Dadurch, wie er gebaut hat, hat er aber natürlich extrem viel Boost und auch nicht nur extrem viel Boost, sondern Boost auf nahezu alle seine Verteidiger-spawnenden Gebäude und vor allem auf seine Panzerdepots und seinen einen Bunker. Ich glaube, er hat sogar nur einen Bunker. Ja, sieht ganz aus, als hätte er nur einen Bunker. Vielleicht sehe ich den zweiten auch nicht. Auf jeden Fall ist die Akropolis natürlich stark mit integriert. Und was mir vielmehr die Sorgen bereitet, er hat hier strikt einmal durch seine Basis die Straße gezogen, was dem Stadtzentrum extrem viel Hitpoints verleihen dürfte. Und zudem kann es sein, dass hier Fallen liegen. Dementsprechend werden meine Truppen, sollte ich hier von den Seiten aus angreifen, genau perfekt dann, also sprich hier drin stehen, 1, 2, 3, 4, 5. Die werden genau dann in Reichweite kommen, wenn sie auf der Straße stehen. Sollten sie dann in Stacheldraht stehen, bedeutet das, dass sie nur noch extrem wenig Schaden austeilen. Und das Stadtzentrum hat sehr viel Hitpoints, so würde ich es einschätzen. Dementsprechend ist das eine gefährliche Angelegenheit, von hier anzugreifen. Ich habe schon überlegt, ob ich von hier angreifen soll und dann einfach stumpf direkt zur Burg rein versammeln. Aber hier ist so viel Freiraum. Dem Braten traue ich auch nicht ganz. Ich bin sehr misstrauisch geworden mit Fallen in letzter Zeit. Was mein Ziel jetzt sein wird, ich werde von hier oben starten, dann relativ schnell hier rein versammeln, wo die Redoute stand. Dementsprechend muss ich dann einmal hier sabotieren und noch hier sabotieren und dann eventuell noch Blitzkrieg relativ links gesehen vom Stadtzentrum hinlegen. Wir müssen aber schauen, wie es läuft. Notfalls, wenn ich es falsch einschätze und da liegen sehr viele Fallen, liefere ich halt einen Screenshot oder eine saubere Aufnahme für den Zweitangreifer. Ich habe ebenfalls noch ein sehr wichtiges neue Information für euch, falls ihr es nicht schon in meinem letzten Video gesehen habt. Es gibt ein neues Update für Dominations, also wieder ein Update quasi, womit eine sehr beliebte Funktion, die Upgrade-Funktion für Mauern für Nahrung, reimplementiert wird. Sprich, die Funktion wurde durch das 5.1-Update freigeschaltet, dadurch, dass es aber relativ viele Probleme mit anderen Spielern gab, oder mit einigen Spielern gab, die Minusbeträge in ihren Gold- oder Nahrungssummen hatten, wurde die Funktion wieder entfernt, ist jetzt allerdings wieder verfügbar. Also, alle schön das Spiel updaten. Ich hatte eben über 4 Millionen Gold und Nahrung gelagert, wurde dann angegriffen und mir hat jemand meinen niegelnagelneuen MacArthur zerschossen, auf Level 18, hätte ich gern mit euch geteilt. Meine Cleopatra ist jetzt auch auf Level 12, die gab es günstiger zu verbessern. Jetzt bin ich wieder an meinem Napoleon dran. Ihr seht, ich habe immer noch genug Öl für die nächste Upgrade-Stufe, also ich bin reichlich eingedeckt. Sprich, mein Napoleon ist gerade auf Weg Stufe 19 zu Stufe 19. MacArthur geht dann auch auf Stufe 19 und dann sieht das ganz gut aus. Ich denke mal, ich werde noch Jeanne d'Arc mitnehmen, das passt soweit. Truppen sind soweit alle fertig, Taktiken sind auch alle fertig. Dann schauen wir direkt mal vorbei bei meinem Gegner.
Da ist die feindliche 3, hat nur Offensivkoalitionen an. Ich habe nur Defensivkoalitionen. Oh, hier hat jemand angegriffen. Egal, es war ein relativ unbedeutender Angriff. Sehe ich gerade, die feindliche 30 oder so hat angegriffen. Jetzt habe ich mich selbst angeklickt. Oh, meine 3 ist direkt über mir. Das ist ja nützlich. Ja, sieht ganz gut aus mit den Taktiken, würde ich sagen. Dann rein geht's. So. Industriezeitalter, also brauche ich mir auch keine Gedanken machen um feindliche Widerstandskapitel. Ich nehme schon auf, sehr gut. Ich habe die Truppen jetzt etwas unkonventionell rausgelassen. Oh, mein Spiel hängt gerade, das ist nicht so schön. Bis jetzt sieht alles ganz gut aus. Ich hoffe mal, das Spiel kackt mir nicht ab. Das wäre natürlich extrem ärgerlich. Ihr habt gesehen, ich hatte schon Netzwerkprobleme bei meinem letzten Angriff. Und zwar hatte ich da volles Wi-Fi, also volles WLAN. Gute Verbindung und trotzdem ist mir das Spiel zweimal hintereinander abgekackt, sprich zwei Angriffe sind in die Hose gegangen. Keine Ahnung, woher das kommt, vielleicht ist das neue Update schon wieder verbuggt, jetzt muss ich mal hierhin versammeln, weil mir oben meine Truppen alle drauf gehen. Die Verteidiger sind natürlich auch genauso stark, wie ich sie eingeschätzt habe. Wir haben noch keine Artillerie verloren, sehe ich, also alles bestens. Der Netzwerkfehler scheint sich auch beruhigt zu haben und wir sind perfekt durch die Basis gekommen. Ich glaube, ich habe bis auf Blackwatch nahezu nichts verloren. Doch, mein General hat abgedankt. Der ist geplatzt gerade. Ich kann dann hier oben, denke ich, schon mal wieder anfangen aufzuräumen. Mit meinen Flammenwerfertrüppchen. Jo, das sieht sehr gut aus. Wir kommen sogar mega schnell durch die Basis. Ich denke, wir werden am Ende noch über eine Minute Zeit haben. Sprich, ich hatte ja keine Koalition, keine Offensivkoalition an. In dem Sinne waren wir dem Gegner jetzt nicht sonderlich weit überlegen. Da muss ich sagen, macht mich der Angriff schon ganz glücklich. Wir haben minimale Verluste bei dem Angriff. Also hat alles perfekt funktioniert. Die Fallen lagen dann irgendwo, keine Ahnung, ich habe nicht eine Falle ausgelöst. Ich tippe mal, die Fallen werden alle hier vorne gelegen haben. Ich habe ja wirklich nur eine einzige Falle hier getriggert. Schaut mal. Also scheine ich perfekt die Fallen nicht anvisiert zu haben. Wäre ich jetzt über die Burg gegangen, hätte ich wohl die komplette Klatsche bekommen. Boah, 150.000 Beute für einen Weltkriegsangriff ist natürlich geil. Also schaut mal, zwei Taktiken habe ich noch übrig, nur 17 Blackwatch verloren. Ich glaube, das war mein effizientester Angriff bisher. Krass. Ich mache erstmal einen fröhlichen Rückwärtssalto, dass mein Angriff diesmal nicht abgestürzt ist. Leute, ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen oder der Angriff hat euch gefallen. Bleibt dran, shared die Videos, teilt die Videos, wie auch immer. Like drunter. Wir sehen uns bald wieder zum zweiten Weltkriegsangriff. Euer Domination Tipps.